Servus Leute und willkommen zurück zum Anno 2070 Multiplayer Projekt. Moin. Ja, der Pauli ist auch wieder am Start. Wir haben wieder ein bisschen Pause dazwischen gehabt, einfach aus Gründen, aus ominösen. Und zwar hatte ich keine Zeit und keine Lust und Pauli war vom Erdboden verschluckt übers Wochenende, ne? Was war denn am Wochenende? Überleg mal. Irgendwas war, glaube ich. Nee, ist ja egal, das können wir nicht ändern, leider. Wir müssen halt immer schauen, dass wir irgendwie zusammen auf einen Nenner kommen, was hier Aufnehmen betrifft. Das ist halt nicht immer so ganz einfach. Ja, aber wir schaffen das. Wir sind ja beide voll beschäftigt. Stinkfaul ja. Und voll beschäftigt. Wir sind viel beschäftigte Personen, gefragte Personen. Genau. Gefragte Persönlichkeiten. Ich bin ja sowieso Fame Let's Player, also. Ich bin ja überall gefragt. Es gibt ja Leute, die haben solche Einstellungen, ja. Hallo. Es gibt ja auch Let's Player, die tatsächlich so drauf sind. So, hey, ich bin voll der Fame-Typ. Das mag ich überhaupt nicht, sowas. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich bin schon wieder völlig planlos. Ich habe hier unten eine Notiz. Ah, hydroelektrisches Kraftwerk. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem machen will, aber es ist da, die Notiz. Okay. Nee, du wolltest das mal bauen. Genau, das, sonst würde ich es mir nicht aufschreiben. Ich glaube, da hast du recht. Dankeschön, das weiß ich. Ach so, das ist für dich schon selbstverständlich. Ja, klar, auf jeden Fall. Also. I see. Ach ja, das war die Sache mit dem Anionenkatalysator letztes Mal. Da war ja was. Da war ja was. Jetzt habe ich ihn zumindest. Das ist ja immerhin schon mal was. Alter, wie viele Techs bei mir aufsteigen könnten, wenn Carbon da wäre. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ich habe jetzt einen Plus von 5300. Ich habe momentan einen Plus von 1000. Ja, okay, dann brauchst du ja gar keine Hilfe. Es geht momentan wieder. Wie gesagt, das war nur kurzzeitiges Tief. Ich muss jetzt nur ein bisschen warten, bis ich eben wieder hier die richtigen Dinge bekomme. Dann kannst du mich mal ordentlich am Arsch lecken und kriegst erstmal gar nichts. So würde ich jetzt. Ach, sowas Freundliches. Ja, Entschuldigung, also du lässt mir keine andere Wahl. Das Projekt ist schon wieder top. Voll die Freundlichkeit. Okay, ich muss mit dem U-Boot zu sonst. Ach, hier mache ich dir mal die Quests, bis ich wieder ein bisschen Geld habe. Ist ja auch schon mal sinnvoll. Mein Gott, ich will keine Kybernetik-Sachen herstellen. Ich habe schon lange kein Anno mehr gespielt. Ich habe jetzt die ganze SimCity gesuchtet und bin immer wieder bei Anno gelandet jetzt. Wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Du wolltest, glaube ich, Hector irgendwie vernichten oder so? Ja, genau. Ich brauche jetzt noch 2 Tonnen oder so Waffen. Also diese Mega-Waffen, da habe ich 2 Firebirds. Mega-Waffen? Baust du Atomraketen oder was? Nee, aber hier irgendwie so eine Hightech. Und ich habe in deinen Kommentaren habe ich gelesen, ich glaube einmal gelesen zu haben, dass 2 Firebirds reichen. Also davon gehe ich auch aus. Und dann wieder was, dass 2 Firebirds nicht reichen und dann wieder doch reichen. Deswegen probier's gleich einfach mal aus. Ich würde mal sagen, wenn sie nicht reichen, dann haben wir ungefähr so ein Fail wie bei meiner Atomrakete damals. Dann darfst du auch mal ein bisschen failen. Und dich schämen. Ich schäme mich nicht. Wie damals mit der Atomrakete. Das war ja auch so ein Fall für sich. Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma in. So, ich habe jetzt Zugscheinwerfer. Dann suche ich mal die Scheinwerfer. Der Witz war so schlecht, das ist der Wahnsinn. Das ist nicht messbar. Ja. Alter, was ist denn das alles für eine Scheiße hier jetzt bei den neuen Tags? Da brauche ich wieder die Einheit für schlechte Witze, ein Sarasau. Das war jetzt hier minus 5 Sarasau, der Witz. So. Wo sind jetzt die Dinge hier, die Teile, die ich suchen soll? Hallo U-Boot, such mal. Hallo. Ja, finde ich gleich mal ein Unterwasserplateau. Hast du eins? Welches denn? Habe ich das noch nicht? Klein. Das ist direkt unter Sorns Arche. Es ist zumindest noch nicht besiedelt. Insofern gehe ich davon aus, dass das du auch nicht besiedelt hast. Unter Sorns Arche, da finde ich gar nicht. So direkt da unter. Direkt da unter. Da, okay. Ja, das schenke ich dir. Ja, das Mini-Ding hier. Das lasse ich für dich über. Ja, das ist so großzügig von dir, Pauli, echt. Ja, ich weiß.
Das sagen die Menschen immer wieder zu mir. Pauli, du bist so großzügig. Ja, seems legit. Warum habe ich eigentlich kein Carbon? So, genau 2 Tonnen Hightech-Waffen noch und dann ist Hector erstmal am Arsch. Ach ja, ich brauchte hier irgendwo Diamanten, da war ja auch noch was. Ach, und wollen wir jetzt vielleicht mal, damit wir vorankommen, diese unbewohnte fette Insel hier besiedeln und hier die unsere geile Tech-Stadt draufhauen? Ja, können wir machen. Ich weiß nicht, wollen wir damit nicht warten, bis wir die Monumente bauen können, die Tech-Monumente? Die können wir ja erst bauen, wenn wir eine richtige Stadt haben. Ich hab ja schon eine Tech-Stadt, eine kleine. Ja, okay, weil ich habe hier keine Lust und keinen Platz weiter zu expandieren. Ach so, okay. Ja, du kannst schon mal anfangen, aber ich werde wahrscheinlich warten, bis ich ein Tech-Monument habe. Lass halt dann die Hälfte der Insel für meine Stadt frei, dann haue ich dann die Mitte in Tech-Monument und dann passt es. Es gilt zwar dann für dich nicht, aber meine Stadt hat dann nur ein Monument. Ja. Dann brauchen wir halt zwei. Dann bauen wir zwei Monumente. Zwei gegenüber, das ist geil. Genau, bauen wir sie nebeneinander. Aber dann muss ich ja also wenn ich ja anfange, zahle ich ja praktisch die Straßenkosten. Und damit bin ich ja nun mal gar nicht einverstanden. Was für Straßenkosten, WTF? Ja, ich muss ja hier so eine Alleen ziehen. Das kostet doch nix. Doch gleich gemacht. Fuck you. Wo ist denn jetzt hier Diamant? Diamonds. Ach doch. Diamonds in the sky. Oh, hör bloß auf mit dem Kacken. You and I. Hast du gesoffen oder wie? apropos, wir haben ja jetzt Ferien bald. Ja, wir haben die Woche ist die letzte für uns. Für euch wahrscheinlich auch. Ne? Das wird schön. Das hört sich jetzt auch irgendwie so an. Das wird schön. Like diamonds in the sky. Lass mich raten, das wird ziemlich alkoholisch werden bei euch. Alkoholisch intensiv. Ich hab's mir fast gedacht. So, teilen wir uns mal hier, Anteilsankauf festgestellt. Teilen wir uns hier mal die Dinge. Die Anteile auf der Insel. Okay. Auf der Unterwasserinsel. Hey! Meine harten Verarbeiter arbeiteten $5,000, ja? Klaut ihr mir einfach den Inselanteil wieder weg. Schlimm. Jugend von heutzutage, ja, echt. Tut mir leid. Ich war überfordert mit der Situation. Die Jugend von heutzutage. Kann man auch nichts mehr gebrauchen, ne? Wo bekomme ich denn jetzt zum Teufel Carbon her? Ich produziere doch gar kein Carbon. Carbon. Wo ist denn hier Devi? Ach, da oben. Registriere Landnahme durch andere. Praktisch im Arsch der Welt ist Devi. Ich könnte mir jetzt die Tycoon-Baupläne aktivieren, das will ich aber gar nicht. Ich mag keine Tycoons in meiner Siedlung haben. Ich mag keine Tycoons. Ich mag aber nicht. So, jetzt versuche ich hier mal geile Straßenzüge zu zügen. Ach, du zügst Straßenzüge. Ah ja, I see what you did there. Ah, diesen Kackspruch habe ich mir auch schon angewöhnt. Ja, ne, das ist irgendwie Standard bei hier. Ja, das ist echt, das habe ich mir angewöhnt, keine Ahnung warum. Von zu viel Memes oder 9gag oder was auch immer da rumfleucht an Witze-Seiten. Habe ich mir angewöhnt, das ist voll nervig. Wahrscheinlich mehr für dich wie für mich. Nö, das passt schon. So, hau ich immer noch ein Stadtzentrum hin. Die Stadt muss wachsen. Was muss sie denn wachsen? Like diamonds in the sky. Und die Leute beschweren sich über meine schlechten Witze, ja? Gott, das Niveau wird immer besser, ja, in dem Spiel. Das nicht vorhandene Niveau. Aber gut, wer erwartet das schon von uns, ne? Jetzt meine Frage, wenn Niveau nicht vorhanden ist, wie kann sich's dann verbessern? Weißt du was, du laberst so eine Scheiße, ne? Like diamonds. Alter, wenn du das noch ein paar Mal singst, dann fliegst du aus dem Projekt, ey. Fahrzeug unter Beschuss, was soll denn das? Das ist ja, Gott, das Niveau hier.
Man muss ja das Niveau nicht noch weiter senken, ne? Wenn es eh schon niedrig ist, wie nochmal was. Ich mach die Straßen übrigens gerade immer zwei breit. Und dann kann man dann so, ja, und dann sind, also die Hauptstraßen sind drei breit, die Nebenstraßen zwei und diese ganz kleinen Zwischenstraßen, die sind dann nur so ein breit, würde ich sagen, als Struktur für die Insel. Okay. Habe ich mir mal gerade so Cities XL-like ausgedacht. Ich habe jetzt irgendwie nicht zugehört, aber egal. Ich hab dich auch lieb. Wenn du so viel Geld raushauen willst für die Stadt, bitte. Ich hätte jetzt einfach draußen hingeklatscht, das passt schon. Nein, das muss geil werden. Das muss richtig super aussehen. Mach's halt wie SimCity und grenzt die Karte einfach auf 10x10 Meter ab. Ja. Dann passt das schon. Ich muss mich dann wieder organisatorisch. Traurig eigentlich. Ja, wie gesagt, ich glaube, die haben gesoffen, als sie sich das überlegt haben. Kann ich mir nicht anders erklären. Habt ihr irgendeine Idee, wie wir das Spiel so scheiße machen, dass alle auf uns sauer sind? Ich hab da eine super Idee. Da waren bestimmt zwei so Leute. Der eine war der Typ mit den kleinen Karten und der andere war der Typ mit den Servern. Joe, du bist mein Mann! Du bist mein Mann! Manchmal denke ich mir echt, dass es bei EA wirklich so zugeht. Muss wirklich so ablaufen. Weil was die manchmal für Scheiße produzieren, ist ja echt schon extrem. Also, manchmal ist echt der Wahnsinn. So, jetzt müssen doch hier eigentlich 3D-Beamer ankommen. Warum kommt hier kein Diamant an? Liefer ich dich zur falschen Insel oder wie schaut's aus? Nö, eigentlich nicht. Warum kommen da keine Diamanten an? I don't get it. Vielleicht, weil hier keine Diamanten produziert werden. Werden sie aber doch, oder? Oder weil wegen Baum. Weil wegen Baum auf jeden Fall auch, ja. Ach, weil Energiemangel, deshalb. 25% Produktivität, ja, das ist natürlich toll. Und ich soll ein Parlament errichten. Ja, danke, Jana. Ich habe sowieso kein Geld. Und dann willst du mir auch noch ein Parlament aufdrängen. Modul fertiggestellt. Diese Frau, ne? Treibt mich auch noch in Wahnsinn irgendwann hier. So, jetzt habe ich aber Energie hier. In Tethys. Ach, du baust hier Algen ab. Na gut, ich baue Diamanten ab. Diamanten sind viel cooler. Du baust Diamanten ab, während ich Algen abbaue. Ja. Heißt das nicht Algen anbauen? Es kommt drauf an. Bei Anno baut man alles ab. Warnung. Feuer entdeckt. Was? Brandmeldung und Brandmeldung weg. Hä? Haben die sich selbst gelöscht jetzt, oder was? Na gut, eigentlich sollte jetzt aus dem Feuerlöscher greifbarer Reichweite haben. Scheint bei Anno nicht wirklich angekommen zu sein, das Prinzip. Ich pausiere mal jetzt meine Marineabwehrtürme, die kosten ja auch so viel Geld. Schau dir mal die geile Tech-Siedlung an. Oh, die ist riesig. Dankeschön. Registriere Anteilskauf. Oh, hä? Ist bei dir. Sokov! Ja, du hast ja eh schon drei. Ja, okay. Schon, aber trotzdem nervt er. Muss ich mir das wieder zurückkaufen mit meinem hart verdienten Geld? Mit dem nicht vorhandenen hart verdienten Geld, wohlgemerkt. Ich starte jetzt mit meinen Firebirds. Ach, gegen Hector? Mhm. Schauen wir mal. Ach, da fliegen sie. Und wehe, das klappt nicht. Die Firebirds. Like Diamonds in the... Genius. Ich brauche unbedingt so ein Meme, der sich immer einblenden kann, hier so spontan. Ja. So eine Meme-Einblendmaschine. Boah, what the fuck, ey, das Niveau hier ist echt... Sag man bei euch Meme? Was? Kennt das unter Mem? Nö, bei uns wird... Also ich spreche zumindest Meme aus. Englisch halt, ne? So. Wenn da noch ein E hinten dran hängt, dann spreche ich das langgezogen aus. So habe ich das in der 5. Klasse gelernt. Sag mal, können die eigentlich nicht schneller irgendwie, die Firebirds, oder? Nee, also ich hatte gerade... Postkarten an sich, ich bin gerade eingeschlafen. Ja, ich bin auch. Alter. Das Alter, wie lange, ich hab Zeit, ne? Also, so ist es jetzt nicht. Kennst du noch die großen Kriegsschiffe aus Anno 1404? Ja. Die waren ähnlich langsam. Ja, das kann gut sein. So, pass auf, jetzt drei Schüsse von einem Turm. Du wirst angegriffen übrigens, ne?
Ja, danke für den Hinweis. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Mit übelst vielen Raidern. Und so, den Türmen. So, pass auf, ich muss mich jetzt darüber in Stellung bringen. Ach. Ja, ich würde mich beeilen, sonst hast du gleich eine Firebird weniger. Hä, warum kann ich das nicht machen? Doch, jetzt. Ja, wie gesagt, ich würde mich ein bisschen Scheiße, beeilen. Scheiße, warum? So, jetzt, los. Hau rauf. Hau rauf. Eine ist weg. Und die Basis ist weg. Bam. Cool. Was liegt jetzt hier alles rum? Ich komm mal plündern. Wer? Ich hack dir deinen Kopf ab. Ja, Alter, bis du da raufkommst, ist jetzt doch eh alles weg.